Hallöchen, YouTube, wir sind ja wieder bei Let's Play Darksiders 2. Mit Tod, der ist natürlich auch wieder mit von Partie. Und der Asche, der ist natürlich auch wieder dabei. Der uns den Weg weist. Mal sehen, ob das die richtige Tür ist. Ob du wirklich richtig stehst, ziehst du... Ja. Ja, machen wir die Tür einfach auf. Und zerstören erstmal die Einrichtung. Das gehört sich so. Was ist hier drin? Hier ist gar nichts, okay. Ja, das zeigt uns ganz dezent den Weg. Wie man es auch schön steuern kann hier. Ne? Einfach mal im Kreis um sich rum so drehen. Aber gut. Packen wir es mal in diese Form hier rein. Und dann leuchtet es auf. Yay. Wer hätte das erwartet? Nein, danke sehr. Lieb von dir, aber, ne? Ich möchte doch lieber... So, danke, jetzt aber. Ja, Tod, der spielt ganz gern mal eben so ein bisschen rum und verarscht Leute. Die spielen. Ach, dabei wieder eine Zweitwaffe. Und da war ein Typ, der seine Hände offen hält. Und ich muss jetzt wohin? So, schauen wir uns mal die Zweitwaffe an. Diese Zweitwaffe. Die hier nur. Nee. Also die macht zwar... Ich mag aber eigentlich die schnelle Waffe lieber, ne? Ja. Hier so. Oh. Nee, gut. Auch nicht. Pirschknochen. Ja, das ist... Wo muss ich denn hin? Asche. Asche? Okay, der will nicht. Also, wahrscheinlich ist hier dann überhaupt nicht richtig und so. Obwohl, ich habe ja hier einen Schlüssel verwendet. Warum? Sag mal. Achso, ja, genau. Hier. Ich war im richtigen Raum, deshalb hat der Asche nichts gesagt. Ja. So, und hier sind wir wieder. Hier. Da wollte ich ja vorhin raufklettern, aber... Hab's dann gelassen, weil es eben nicht möglich ist, ne? Und hier haben wir eine neue Sense. Die werden wir auch gleich mal, würde ich sagen, vielleicht ausrüsten. Mal sehen. Jo, die rüsten wir aus. Sieht die anders aus? Jo, bisschen. Ja. Jo. Danke sehr. Nein. Hier rüber, danke. 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 Also solche Hände sind ja ziemlich praktisch, ne? Also... Da kann mir keiner was anderes behaupten. So, dann gehen wir hier rüber. Kann man sich auch wieder festhalten, das ist schön. Und dann hier runter ganz. Ne, das ist ja... Jetzt ziehen wir hier. Was ist eigentlich das? Gar nicht bemerkt bis jetzt. Ach ja, da oben waren wir ja auch noch nicht. Fällt mir gerade mal auf. Da geht's ja rauf. Ach, dann werden wir da wohl mal demnächst hinlaufen, ne? Gut, das von da drüben mitnehmen wird wohl eher nicht so laufen, ne?
Also. Achso, hier muss ich das. Das kann ich ja einfach so reindrücken. Fällt mir mal gerade auf. Und jetzt haben wir uns einen Shortcut geschaffen. Ja. Oder nicht? Oder wir haben einfach das aufgemacht. Ist auch gut. Ist auch gut. Ja, ist auch gut. Ich werde jetzt einfach mal ausprobieren, ob man denn... Ne, so geht's doch. Ist mir jetzt gerade ein bisschen spät aufgefallen, aber ja, besser spät als nie. Ich wollte gerade sagen, besser spät als früher, aber das wäre ja nicht so ganz richtig. Ja, dann Nicht genug Zorn. Oh, als... Wo habe ich denn eigentlich den Zorn aufgebraucht? Frage ich mich gerade. Ich hatte doch gerade noch einigermaßen. Dachte ich mir zumindest. So. Jetzt nehmen wir die mal mit. Und gehen dann hier rein. Und das geht nicht, natürlich. Boom. Ja, dann gehen wir einfach nur hier rein. Ach ja, genau, hier war dann letztens Endstation. Yay! Gut, dann beenden wir einfach den Part hier, weil haben wir letztens auch so gehabt und wir wollen ja nicht viel zu weit und so. Nee, natürlich nicht, also. Wäre ja langweilig, ne? Jui. A Potion. Ach, die Statue ist hier ein bisschen angeheizt. Ja. Das ist ja eigentlich ein Stimmungswitz, aber ich habe den jetzt einfach mal missbraucht, ne? Ist ja kein Problem. Ach so, die kommen ja nicht aus unserem Raum raus, genau. Da war ja was. Ja, Sachen. So, zack. Und, also ich glaube, ich muss ja mittlerweile eh nicht mehr erwähnen, dass ich während den Kämpfen eventuell ein bisschen weniger rede. Eventuell einfach nur, weil ich mich ein bisschen konzentrieren dann möchte. Und dann ist das Reden nicht unbedingt so hilfreich dabei, ne? Das ist klar. Ups. Daneben. Hier ist kein Secret oder so. Ich weiß ja nicht, ob hier irgendwo ein Secret sein könnte, was auch immer ist. So, haben wir hier aktiviert. Dann brauchen wir halt nur noch den zweiten Ball. Den... packen wir dann. Wir brauchen einen Ball für einen Ball. Aha. Ja, Seite des Buches des Toten. Der Toten.
Okay, ich verstehe schon. Verstehe schon. Jetzt kann ich aber den wieder rausnehmen, oder? Nehme ich mal an. Schattenbomben explodieren mit Vernichtung. Alles mit denen wird weggeblasen. Kann er wieder zum große Objekte zu bewegen? Ach ja. Wäre natürlich auch nicht so. Hallo? Also über die kleine Kante stolpert er natürlich wieder. Das ist ja... Ups. Ist ja... Ja, ist... ja. Komm raus. Jawohl. Lalalalala. Ich komme mir vor wie im Zirkus so ein bisschen. Aber, ne, ist ja... YouTube. Ist ja... Interessanter Vergleich übrigens. Ja, ist fast... Genau, danke. Und da stolpert er wieder, ist ja... Ach ja... Ach, ein bisschen mehr Kraft und dann wärst du gerade direkt aus dem einen ins andere rein. Natürlich alles geplant. Und in der Kiste ist ein Schlüssel. Mit diesem verzierten Schlüssel können im aktuellen Bereich verschlossene Türen geöffnet werden. Drücken Sie R, um sich die Karten anzusehen. Und nach verschlossenen Türen... grünes Schloss, Schlüsselzeichen, im Umfeld Ausschau zu halten. Aha. Mhm. Ja, das klingt interessant. Tatsächlich. Mir gefällt ja die Szene hier. Gibt's hier, kann man hier einen Screenshot? Ja, egal. Ich kann es ja einfach aus dem Video rausschneiden, ne? Ich habe ja... Hab sogar noch im Rohformat die ganzen Daten, ne? Ist ja... Ganz gute Qualität, würde ich sagen. Immerhin 1,3 Gigabit pro Sekunde verwende ich da zum Aufnehmen. Ich glaube, das waren 1,3 Gigabit. Irgendwas sowas. Gigabit natürlich pro Sekunde, also nicht Gigabyte. Das wäre dann eben, das wäre dann eher 2K oder sowas. Was schon ein bisschen eine andere Liga ist. Ganz minimal natürlich, ne? Als eben diese paar Pixel, die ich hier aufnehme. Und hier haben wir... Ach, von den komischen Dingen, die da neben dem Geld angezeigt werden, haben wir schon 10. Was auch immer das ist, ich weiß gerade gar nicht mehr. Sind das die... Nee. Hä? Das sind irgendwelche komischen Dinger. Ja. Ein Kessel. Keine Zeit zu vergeuden. Kann ich das auch wieder raus... Nee, kann ich nicht. Okay. Dann, rauf hier erstmal. Und rüber hier. Und, hä? Was gibt's denn? Achso, hier kann ich dann natürlich wieder. Ach. Ach, deshalb hat er gesagt, keine Zeit zu vergeuden. Ja, sehr, Okay, verstehe schon wieder. Also, verstehe schon. Ja, dieser das war geplant.
Ich muss es aber nicht in der Zeit, von wo ich da drüben gedrückt habe, darauf, oder? Das wäre ein bisschen zu viel verlangt, würde ich mal behaupten. Also ich glaube, da gibt es oben noch einen Schalter. Ach, die Wolken bewegen sich, die ist ja schön. Ganz anders als in meiner Welt. Wo Einhörnchen rumfliegen und rosa Wolle furzen. Also in... Ich nehme das Spiel ganz ernst, ja? Das ist, ja, ich nehme mich nur selbst nicht so ganz ernst, aber es ist ja... Muss ja nicht. Bin halt auch wieder extrem lustig drauf, wie man eventuell merken mag. So, erstmal natürlich. Zack. Sagen wir, wir verlassen den Feld wieder zurückkehren. Oh, ist ja, das ist ja ganz nützlich, ne? Ich hole mir jetzt erstmal hier so. Weil nicht, also ja. Ich glaube, das werde ich dann auch ganz fix mal machen. Eventuell. Ach, das sind jetzt Gegner. Okay. Okay. Dann müssen wir halt eben kurz kämpfen. Oh, oha. Hier bitte einmal. Danke sehr. Hier rüber. Hier rüber. Und dann weg. Ach ja, asa, asa. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Nein, nein, oh. Hier rauf, danke. jo. So geht's natürlich auch, aber ich möchte gerne hier so rüber, danke. Danke sehr, danke, danke. Perfekt. Schade. Ach, könnte ein bisschen in der Lava schwimmen. Jo. Warum auch nicht, ne? Yep. Ja, das wollte ich machen. Ich wollte immer wieder raufklettern, um dann wieder runter zu rutschen. Boom. Zeig mir den Weg. Achso. Stimmt, ich wollte ja noch zuerst mal erstmal speichern. Dann. Wo war das? Schnellreise. Enter? Hier irgendwo. Ach so. Der Kessel. Das Feuer des Feuerwerks, ja. Hauptaufgabe, Nebenaufgabe, wo. Ich glaube, der Kessel bin ich gerade, ne? Den kann ich ja einfach hier so. Gehen wir mal hier. Sie hinterlassen bei der schnellen Abreise innerhalb eines Verlieses einen Verliesswegpunkt zu dem Singen. Ja, ja, ganz gut. Das ist gut. Ja, finde ich gut. Gibt's ja in anderen Spielen ab und zu auch mal. Ach, gehen wir jetzt einfach in, ein anderes Verlies, oder? Na, ist ja. Ich muss alleine gehen. Ach, ich muss doch nicht immer alles alleine machen, tot.
Achso, was ist denn hier? Fährtensuche, ja. Aktion. Ist ja Position leer. Nee, ja, danke. Also ich bin doch nicht mal als offline jetzt gerade. Ach, egal, ist ja. Keine Ahnung. Letztens hatte ich ja da gleich was drin. Ich weiß ja nicht, was hier los ist und so. Aber egal. So. Du, knurrst. Gut. Dein schönes rotes Haar. Und die Tatsache, dass ich mit dir nicht sprechen kann, ist auch ganz verlockend, ja. Zur Zeit brennt hier noch gar kein Zeichen, oder? Wie wird denn das dann eigentlich markiert, wenn's... Ja, werden wir schon sehen, früher oder später. Ich glaube, ich werde mir jetzt mal von ihr, was erstellen lassen. Du hast die Fessen neue Talismane im Angebot. Ach ja, das ist ja... Ach, so viele habe ich jetzt gerade, oder wie? Also ich kaufe mir jetzt ja keinen Trank, das ist ja... Also verkaufen, genau. Ich möchte natürlich... Ich habe eine neue Sense, 43 bis 49. Jojo. Ach, Tatsache. Mir gar nicht aufgefallen, wie es jetzt. Aber gut, dass wir das jetzt gesehen haben. Widerstand. Ja, dann haben wir ja tatsächlich ein bisschen was gefunden. Ist ja, ne? Och, nehmen wir es einfach mal. Hier so. Da ist alles besser, gut. Ja, das ist schön. Verkaufen wir den Rest einfach mal. Ja. Ich werde dies dem Bad. Ja, du wirst es dem Bad. Übler Faustschild. Die habe ich. Ich werde es verwenden, so gut. Handschuhe und die Axt. Ja, ich werde die Axt einfach mal verkaufen und den Rest behalten, ne? Und so. Ich werde es verwenden. Sowieso nicht. So alles schlecht hier, ist ja. Ne, ist ja. Vielen Dank. Waisentalisman. Zum Kosten Magie. Kritischer Magieschaden. Behalte ich mir erstmal noch 3, 4. Damit werde ich wohl auskommen. Während du erntest, werde ich säen. Eben diese schwarze Ernte. Schön gesagt. Ist ja eigentlich wirklich idyllisch hier, ne? Machen wir mal ein Duell mit dem. Mal sehen, ob ich in letzter Zeit besser oder stärker geworden bin. Ein Duell bitte. Trainieren? Was ist das? Nee. Ach ja. Schwertbringer. Ja. Ein anderes Mal vielleicht. Ein anderes Mal. Da. Ich bin überrascht, dass du so weit gekommen bist. Komm schon. Zeig mir, was du drauf hast. Nein! Ah. Ach, ich halte jetzt zwei Schläge aus. Mich treffen, Reiter. Tatsache. Ich halte jetzt zwei Schläge aus, dieser.
Oder mehr. Reiter kann es mit mir aufnehmen. Okay, dann eben nur zwei, ja. Aber ich habe schon 10% seiner Lebensleiste runtergeschlürft. Ne? Ist ja nicht so schlecht. Gut, dann gehen wir mal hierhin zurück zum Kessel. Jawohl. Danke sehr. Ja, dann sind wir wieder hier. Sprechen wir nochmal. Ja. Ist ja, ne? Kann man ja machen. Dauert nicht lange. Hui! Ja, die schnelle Reise habe ich jetzt schon hinter mir. Danke sehr. Danke, danke, Spiel. Ich habe das schon hinter mir alles, ne? Brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Kannst mich später mal wieder dran erinnern. Wenn ich es durch meine Blödheit wieder vergessen habe oder so. Und darum ist jetzt das Symbol hier links unten. Links unter meinem Tod. Unter dem Tod. Hier kann man auch nichts mehr machen. Sieh nach, was du finden kannst. Scheiße, dass man den nicht spielen lassen kann, irgendwie wegen. Ne? Monster und so. Auch wenn die immer erst später auftauchen. Garn. Oh, oh, what, aha, da. Ja, was denn? Autsch, vielleicht, oder? Autsch, ja, autsch. Autsch, 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 autsch. Geh weg, 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 weg. Ja, was denn? Ich kann ja nicht mal... Na, ja. Dauert viel zu lange, der Angriff. Ach ja, sehr, sehr. Nein, nein, weg, 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 weg. Riskieren wir es? Ja, das geht ja gar nicht so schlecht dahin. Dunkle Räche. Ja, diese Waffe gehörte einst einem menschlichen Krieger namens Draven. Während zahlloser Duelle hat die Waffe Dravens Zorn und Durst auf Rache von all jenen absorbiert, die ihn betrogen haben. Der dunkle Rächer ist berüchtigt für seine wilde Gier nach Blut und Gemetzel. Perfekt. Schön. Fisch hat einen Punkt erhalten. Ja. Ich hab eins verschwendet. Naja, nicht verschwendet, ist ja gut angelegt, einen Heiltrank, ne? Ja, ist auch schön. Nochmal. Besessene Doppelsensen, Schockschaden. Aber weniger Schaden, so. Ja, ist ja, ja, gut, also 43 bis 51 quasi. Ja gut, ist ja gut. Dunkler Rächer. Kann ich noch nicht anlegen.
Werde ich aber dann später mal. Auf jeden Fall. Denn ich möchte ja selbst mal so ein dunkler Rächer werden. Hohoho, als tot, ne? Ist ja... naheliegend, ein bisschen. Ja, der Soundtrack von Darksiders ist nicht schlecht, ne? Gehen wir einfach mal weiter. Hier kommt wahrscheinlich kein Gegner mehr, oder? Nur so eine kleine, vielleicht ein bisschen Futter. Für zwischendurch. Wahrscheinlich vergesse ich jetzt dann die Truhe, weil ich an ihr vorbeigelaufen bin. Ach nee, ich habe sie nicht mal vergessen. Das ist ja ein Wunder. Wow. Was haben wir jetzt bekommen? Eine Axt. Das ist ja wunderschön. Wunderschön. Warte mal, ist der dunkle Rächer jetzt eigentlich... schnell, das ist perfekt. Der dunkle Rächer ist also... Kann es sein, dass man die Art Waffe, die man, ne, in letzter Zeit am öftersten gespielt hat oder am meisten halt, dass die dann, dass von der dann die Drop Rate erhöht wird? Könnte es sein? Oder nicht? Weiß nicht, keine Ahnung. Gehen wir einfach mal weiter. Und speichern wir einfach mal. Kann ja nicht schaden. Ach, jetzt sind wir hier oben. Und dann, nee, ich mache jetzt einfach mal weiter. So, noch ganz kurz. Ja, danke. Hier oben sind wir jetzt also. Ist ja schön. Das können wir jetzt eigentlich noch machen. Seit des Toten, danke. Danke, danke. Und hier dann halt so ein bisschen. Wahrscheinlich kommen wir jetzt noch in... nicht mal. Ich hatte gedacht, wir müssen jetzt hier hochklettern oder so. Und dann wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich kommt jetzt hier noch ein extrem schwieriger Boss. Aber nicht mal das. Nicht mal das. Ich bin enttäuscht. Ich hätte mir mehr erwartet. Ein bisschen Boss so hier und ein bisschen da und ja. Ach so. Das kann ich jetzt machen. Okay. Der Kessel ist geschafft. Kehre zu Alia zurück. Ja, gut, dann laufen wir einfach mal die Treppe hier runter. Irgendwo war ja auch noch eine Treppe, die ich begehen wollte, weil da irgendwo eine Kiste war oder so. Ach, ich mag ja diesen Stil. Sieht so schön aus. Ja, das ist eindeutig mein Stil. Zumindest für Darksiders. Zumindest für Darksiders, ja. So, was sind das eigentlich jetzt für Dinge? Ich weiß immer noch nicht, was, wofür die gut sind und so. So, hier war die Kiste. Schön. Geld. Ich glaube, es war sogar ein Item dabei. Jawohl. Widerstand, Magie. Kritischer Magieschaden und Magie. Ist
Legen wir die an. Gefällt mir besser. Ich bin ja mehr so der Angriffstyp als der Verteidigungstyp. Daher, ne? Kann ich mit dem jetzt irgendwas noch besprechen oder so? Der Berg hat eine Stimme. Wie hast du... Nein, nein, ist egal. Du hast getan, was ich nicht schaffte. Du musst die guten Neuigkeiten so schnell wie möglich Alia überbringen. Ätztau. Was ist Ätztau? Ätztau ist das Gift, das diese Stecher abgeben, wenn man ihnen zu nahe kommt. Du findest sie in der Gussfestung. Sei aber vorsichtig. Die Stiche sind übel. Gussfestung. Ho. Also, M ist ja nicht die Map, muss ich, ne? So. Die Gussfestung, da werde ich wahrscheinlich zunächst dann demnächst mal wieder hin. Warte mal, ich habe eine Kiste übersehen. Klageklippen. Mal, dann sind wir hier. Unheilsforst. Ich habe tatsächlich eine Truhe übersehen. Ist ja eine Frechheit. Was erlaube ich mir denn? Kann ich da nochmal... Ne, kann ich nicht. Okay. Dann vielleicht hier so? Ich müsste natürlich treffen. Jawohl, danke. Wir sind jetzt 37 Minuten. Ist ja egal. Ist ja. So. Hier ist wieder nachgespawnt. Ach, dann gehen wir auch wieder... Ne, das kann man anders mal machen. Ich möchte hier nur kurz nachsehen, wo denn hier so... Ach so, da war ich noch gar nicht. Okay, dann... Das erklärt einiges. Dann würde ich aber sagen, gehen wir noch einfach zurück zur Alia. Und überbringen ihr die... Warte, war das die? Ne, ich glaube, das war die falsche. Eine der beiden ist es auf jeden Fall. So, ich sage, ne... Ich muss jetzt den ganzen Weg darüber laufen. Ist ja, ne, ist ja. Ach, hier ist wieder Lappen. Wie sieht das jetzt eigentlich aus? Genau wie vorhin auch, okay. Aber da fließt jetzt Lava. Ich werde es mir dann nochmal von da hinten ansehen. Wie das dann jetzt denn aussieht. So, reden, danke, hi. Hey, Reiter, das Feuer des Bergs fließt wieder. Ja, befreit euch meine und Karns Hand. Karn? Dieser Bub? Er hat keine Ahnung. Und doch, in der Schmiede brennt es wieder. Du weißt, was dich erwartet, Reiter. Um dies zu Ende zu bringen, musst du die Tränen wieder fließen lassen. Ich bin nicht dein Laufbursche, Erschafferin. Richtig. Aber unsere Schicksale sind nun verwoben. Hilf uns, dann helfen wir dir. Nimm dies in der Zwischenzeit. Sie könnte nützlich sein. Oha. Erlösung. Eine mächtige Pistole, die Tods Bruder Streit gehört. Sieht bekannt aus, ja. Naja, okay. Ja. Ich kenne diese Pistole. Sie gehört meinem Bruder Streit. Wie kamen Sie hierher? Ich kann es nicht sagen. Aber hier sind noch andere Dinge, um die wir handeln können. Lass die Tränen fließen und komm wieder. Du sagtest, zwei Dinge betreiben eure Schmiede. Feuer und Tränen. Ja. Feuer, um die Erde zu wecken. Und Tränen, um sie zu beruhigen. Beides Geschenke des Steinvaters. Dann wird Feuer nicht reichen.
Nein, wir brauchen beides. Wo kann ich diese Tränen des Berges wohl finden? Im Westen, am Fjord vorbei und in die Gussfestung. Darin findest du die Tränen. Und das Edstau, ne? Ist ja nicht zu vergessen. Oh, Valus war fleißig. Es gibt neue Ware. Axt des Frosts. Ja, das kann ich verkaufen. Das passt ist ja gut zu den anderen. Ist ja, ne? Das kann ich auch verkaufen. Eisenstiefel, ja. Welchen Talisman? Valus, ja, kann gut? ich auch verkaufen. Die, ja. Behalte ich jetzt einfach mal so vorerst ein bisschen. Das passt zumindest gut zu den anderen. Zumindest ein für den Not. Ach so, ich wollte noch. Ja, Feuer des Berges. Schön. Üble Sense des Feuers. Musst du schon mehr bieten. Da weißt du gar nicht, wie viel ich bieten wollte. Okay. Eventuell ja doch. Ach so. Klicke sie automatisch bieten, ne? Üble Armklingen. 58, 50 bis 58. Ha. Vagabunden Schulterschutz. Ja, ist ja alles das gleiche, oder? Ne, ein bisschen was ist doch anders hier so. Ach, das ist das, was ich verkauft habe, genau. Gab's nicht noch was? Was führt dich zu mir? Nee, okay. Leb wohl, Reiter. Ja, ja, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich schaue jetzt einfach gar nicht mehr nach. Ist ja umsonst, wie ich schon weiß. Oh. Danke sehr. Was war eigentlich hier nochmal? Ich glaube, hier war gar nichts, wie es aussieht. Ja, auf jeden Fall gehen wir nochmal schnell zu ihr hier. Was alt war, ist wieder neu. Die Moria. Waisentausend. Für alle Dinge muss bezahlt werden. Tja, das glaubst du wohl im Ernst nicht, dass ich das jetzt hier kaufe und so. Für 1000 noch dazu. Ja, das ist ein, der Kauf ist eher von der Alia wieder zurück. Oder Aria? Alia, glaube ich, oder? Ja. Alzheimer und so. Wie schießt sich eigentlich das? Achso, ja, ich schätze mal so. Hehe, ja. Gut, dann drehe ich mich jetzt noch nicht um. Achso, den kann ich ja nicht zerstören. Mit dem können wir uns ein anderes Mal wieder duellieren. Wo ist denn eigentlich der alte Weise hin? Der ist wahrscheinlich hinten am Tor wieder. Und so sieht es aus. Jupp. Sieht ganz gut aus. Das haben wir erreicht. Bis zu dieser 6. glaube ich, Folge. Und Tod scheint dies auch nicht allzu schlecht zu finden. Gut. Dann würde ich sagen, nach einer Dreiviertelstunde beenden wir diese Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Natürlich wieder mit Tod und Asche. Wo ist denn der jetzt? Asche? Asche? Hier. Da oben ist er. Na, ist ja putzig. Und ja, gut. Dann würde ich nur mal sagen, ciao und bis dahin.